Bayern, Bayern. Alle sagen immer, dass es in Bayern so schön ist. Freilich ist es in Bayern schön. Schau dich doch einmal um. Aber als Tourist ist es in Bayern nicht nur schön, da ist in Bayern der Wahnsinn, was du da alles erleben kannst. Als Tourist, da darf mich sowas ja umhauen. Boah, der Wahnsinn! Bist du narrisch? Ich kann den ganzen Tag nur rumdümpeln. Da, da oder da. Weil als Tourist, da freist du ja über Berge, ein Schloss, Regen, eine Suite. Also für einen Bayern ganz normale Sache. Bier, die haben Bier. Wenn's kein Bayer bist, dann bist du ja ganz anders drauf. Dann ist das kein Treppen, sondern eine Wahnsinns-Experience. Dann kamen mir 8 Stunden vor wie 20 Minuten. Und Puppen wie echte Menschen. Und die waren nicht laut, sondern authentisch. Und wenn's nicht schmieden, dann machen sie Yoga. Und andere mischen Beats und das Alp. Bayern, du bist wunderschön. Wenn ihr Tourist war, dann darf ich mich durchfressen. Mit Nürnberger Bratwürst, mit Brezenschnitzel im ältesten Wirtshaus der Welt oder ein Schweinsbraten auf der Hütte. Mei, wir sind vegetarisch. Das gefällt dir, oder? Dann heute Allgäuer Käsespatz. Wenn ihr Tourist war, dann darf ich mir einen Hut mit einem großen Gamsbad machen lassen. Das war halt alles so aufregend, so neu. Weil als Zugehörst, da hätte ich ja keine Ahnung von den ganzen Möglichkeiten. Dass die Lexika da zwei Beine haben. A Ranger. Und man sich sein Weinglasel noch selber schleift. Dass die Winzer jünger sind als ich. Die jungen Wilden und die alten Grandler, alle beieinander. Instagrammy ohne Ende. Siehst das? Als Tourist kannst du das alles in Bayern erleben. Wir Bayern kannten das auch erleben. Aber wir müssen es ja nicht erleben, weil wir leben ja da. Mensch, ist das zauberhaft. Jetzt gibt's endlich ein Ruhrkruzifix. Harry die Ehre.